Hallo meine Lieben, es ist soweit meine erste Bestellung aus dem neuen Jahreshauptkatalog 2018-2019 ist angekommen und ich will es natürlich auch gleich mal mit euch auspacken. Und zwar als erstes, hier oben fällt mir das Papier in die Hand, was ich mir bestellt habe. Und da gucke ich gerade mal, ob ich das hier mal so schnell aufkriege. Jawohl, und hier haben wir immer zwei Bögen A4 von den aktuell neuesten Farben, also alle Farben, die es momentan neu gibt, jeweils zwei Blätter. Und hier habe ich auch wieder Papier und ich bin gerade am gucken, ich glaube, ach so, das sind die wiederkehrenden Farben, also die Farben, die schon mal da waren und die jetzt wieder da sind. Auch hier jeweils zwei Blatt A DIN A4 und hier ist schon das Aquamarin, was ich meinte, was ich so toll finde. Dann haben wir hier so ein schönes Rot, ein dunkles Grün. Ich denke mal, das wird das Moosgrün sein. Und das hier könnte dieses Blau, nee, wie hieß das? Ah, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Beere auf jeden Fall. Aber ich wundere mich gerade, weil überall sind zwei und hier haben sie anscheinend einen mehr mitgegeben. Also stört mich jetzt nicht. Genau, also hier haben sie mir eins zusätzlich reingetan. Das ist sehr schön. So, das lege ich gerade mal an die Seite, weil hier freue ich mich mit am meisten drauf. Dann habe ich hier die schönen Bänder, die ich mir bestellt habe, wo man dann Schleifchen und so weiter mitbinden kann. Kordelfarben der Natur. Sehr schöne Farben. Mag ich alle vier sehr gerne. Dann das schöne Teil, worauf ich schon sehnlichst warte. Ich hatte es euch ja schon gezeigt in dem Video, als ich den Katalog gezeigt habe. Und zwar haben wir hier so ein wie ein Schwamm, der ist auch so leicht. Der wird dann natürlich später fest, wenn man ihn draußen liegen lässt. Und damit kann man eben seine Stempel reinigen. Und das Teil ist einfach nur mega. Wir durften es ja ausprobieren an der Onstage und das war richtig, richtig toll. Und man hat nicht mehr dieses Vorgekrame und das Eingesprühe, aufmachen, zumachen, gucken, welche Seite, sondern wirklich einfach nur nass machen, drüber wischen oder mit einem Stempel drüber wischen, das Ding auswaschen, fertig. Und am nächsten Tag ist es wieder sauber und wieder benutzbar. Und wenn ich es mal richtig komplett reinigen will, dann nehme ich eben wieder mein Spray und sprühe mir das mal ordentlich ein. Und dann kann ich mir das wieder richtig ordentlich sauber machen. Dann haben wir hier als nächstes diesen Stempel, wo ich gesagt habe, also dieses Stempelkissen, wo ich gesagt hatte, wo man die Farben einzeln einfärben kann. Und auch den mache ich natürlich einmal auf und guck mal. So, und hier haben wir jetzt, wie gesagt, diese ganzen einzelnen Farben. Und ihr seht, man kann es hier jetzt zusammenschieben oder auseinanderziehen und hat dann entweder eben die Farben getrennt voneinander oder man kann einen Verlauf schaffen. Ja, und die Kissen färbt man sich eben selbstständig ein und kann sie dann halt immer wieder damit benutzen. Genau. Ja, finde ich eine super gute Idee. Bin ich echt froh, dass sie den haben und den werde ich mir auf jeden Fall noch öfter bestellen, damit ich verschiedene Farbverläufe mehr machen kann. Und dann werde ich mir mal irgendwas einfallen lassen. Ach, ich glaube, dazu lasse ich mir wirklich was einfallen. Mach da mal ein Video zu den Gedanken, den ich gerade hatte. Okay, das war das. Dann haben wir hier diese Stanze, diese also Drei-Teile-Stanze sozusagen. So. Die nehme ich einmal raus und zeige sie euch. Und dann nehme ich mir gleich mal hier irgendwo so ein Schmierpapier. Mal gucken, wo ich hier so eine Ecke habe. Hier habe ich was. Und dann werde ich das gleich auch mal demonstrieren. Ach so, muss man die auch irgendwo aufmachen? Nö, die dürfte schon auf sein. Okay. So, dann schiebt man das hier eben hinein. Und. Okay, das war nichts. Habe ich irgendwas verkehrt gemacht hier?
So, jetzt aber, da vorne hat man es. Ja, nicht so gut. Ich mache es nochmal, damit man es besser sieht. So, da sieht man es und jetzt seht ihr, das ist halt so ein längliches Teil, wo man dann eben schön Bindfäden und so reinmachen kann. Also ich finde es auf jeden Fall total cool. So, dann haben wir hier so ein Eckenteil. Ja, ich packe es gerade mal auf den Boden, dann ist es einfacher. Damit hat man dann einfach nur die Ecke abgerundet. Und wenn man die Ecke dann noch ein bisschen nett dekoriert haben möchte, dann packt man die nochmal da rein, in die andere Ecke, klack, und schon hat man so eine schöne dekorierte Ecke. Ja, super toll, ich freue mich, dass ich den habe. Sehr praktisch. So, als nächstes haben wir hier, ich nehme mal den Karton beiseite, haben wir hier sämtliche neue Farben und die wiederkehrenden Farben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zack. Und auch die packe ich einmal aus. So, einmal umdrehen. Und dann sind die hier nochmal eingepackt. Eingepackt sind sie auf jeden Fall gut. Schwupp. So, dann haben wir hier Blütenrosa, Blutorange, Tannengrün. Ah, dann war das vorhin Tannengrün und nicht Moosgrün. Hier haben wir Lindgrün, also so ein ganz zartes, finde ich sehr schön die Farbe. Als nächstes kommt Mangogelb, Merlotrot, Minzmakrone, das kennt ihr schon, das habe ich ja bereits. Das lege ich mir auch gleich mal extra. Dann Waldmoos, hier ist Babyblau, Brombeermus. Jade, eine sehr, sehr schöne Farbe. Mag ich sehr. Flamingo-Rot habe ich auch bereits, allerdings noch in der alten Verpackung. Dann habe ich hier Amethyst, auch eine sehr tolle Farbe. In Kombi mit der. Sehr, sehr schön. Apfelgrün, da habe ich mich auch schon sehr drauf gefreut. Eine tolle Farbe. Granit und zuletzt Heideblüte. Ja, und ihr seht, da ist echt eine ganze Ecke an Farben. Schwupp. So, ich mache die mal hier alle noch mal ein bisschen hin. Ja, und wie gesagt, diese beiden hier, die habe ich schon und ihr wisst, was damit passiert. Die wandert in das Paket mit hinein, wo ich schon fleißig am Sammeln bin. Wenn eine bestimmte Anzahl an Abonnenten erreicht ist, wird es eine riesen Verlosung geben, Leute. So, das waren die Farben. Dann habe ich mir noch ein Teil für die Big Shot gekauft. Und zwar hatte ich euch das ja auch bereits schon erzählt in dem Video, wo ich den Katalog vorgestellt habe, habe ich gesagt, dass ich das mitbestellen werde. Und hier haben wir so eine Plastikteil mit drin. Und dann sind hier verschiedene Gummimatten drin. Eine sehr dünne, wabbelige, weiche. Also ihr seht, die gibt hier auch sehr gut nach. Also die ist so ganz weich. Und hier eine etwas stabilere, dickere Matte. Und je nachdem, wie stark man dann die Sachen geprägt haben möchte, kann man eben diese Matten dann benutzen. Wie genau das funktioniert, muss ich mir selber nochmal hier anschauen. Man sieht schon hier, ne, man kann hier die verschiedenen Matten auf verschiedene Art und Weise anwenden und hat dann verschiedene Ergebnisse. Genau, so. Entweder kann man das so rum oder so rum. Also wie gesagt, das werde ich mir nochmal anschauen auf jeden Fall.
und werde das natürlich ausprobieren. Jetzt kommt ein Teil, wo ich mich wirklich am meisten drauf gefreut habe. Und das mache ich auch gerade mal auf hier. Gucken, muss ich noch mehr Dinge aufschneiden? Nein, ich glaube, das reicht schon. Da ist er. Der Stempakus. Und zwar ist es eine Stempelhilfe. Und ihr seht schon, da sind mehrere Teile dabei. Als erstes unten natürlich diese Lage, wo dann unser Papier reinkommt. Und dann gibt es hier zwei von diesen Teilen, die man dann immer verschieden hier so einklicken kann. Also entweder so, und dann hat man hier, kann man den zweiten jetzt zum Beispiel zum Verstauen, wenn man es in den Schrank oder so stellt. Und man könnte jetzt aber auch eben dann gleichzeitig arbeiten, dass man den hier vorbereitet und den hier vorbereitet. Und dann braucht man nicht hin und her tauschen, sondern man hat eben gleich zwei Möglichkeiten zu stanzen. Ich sehe gerade, hier ist auch noch so eine Unterlage, was vorgegeben ist. Was ich aber allerdings gerade vermisse, ist, die Magnete sind die gar nicht dabei. Ich dachte, da wären einmal Magnete dabei. Ich schaue mir das gleich von unten nochmal an. Vielleicht sind die da unten irgendwo dran festgemacht. Ja, hier sind sie. So, ich muss die hier nur rausbekommen. So, einmal. Und schwupp. Upsi. Die sind aber ganz schön stark. Zweimal. Also man hat hier... Oh, oh Gott. Man sollte sie nicht aufeinander kommen lassen. Die sind echt stark. Zweimal die Magnete, um dann eben sein Papier hier zu fixieren. Ja, und auch hier drauf hält das echt Bombe. Also man sollte die wirklich nicht zusammenkommen lassen. Das ist nicht so einfach, die auseinander zu kriegen. Man kann die Magnete aber auch nochmal nachbestellen. Also wenn einem, wenn man jetzt sagt, mir reichen diese zwei nicht, ich brauche mehr, dann kann man die sich nochmal einzeln nachbestellen. So. Ja, und damit werde ich mal gucken, ob ich es noch heute schaffe oder ob ich es einen anderen Tag mache. Aber ich werde definitiv mit diesem Teil jetzt die Tage arbeiten. Und werde mir das hier natürlich dann auch nochmal durchschauen kurz. Ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Jawohl, hier ist einmal der Aufbau, wie es dann funktioniert. Und dann kann man es eben entweder einmal, einmal von der Seite oder einmal von der Seite. Und was ich eben klasse finde, ist, dass man diese Teile theoretisch praktisch überall hier hineinklicken kann. Und man könnte so quasi einen Stempel immer wieder spiegeln. Also er hätte ihn immer wieder auf der gleichen Höhe und kann ihn quasi einmal durch bis nach hinten hin durchspiegeln. Ja, also ja gut, wenn man es hier hat, dann müsste es ein sehr, sehr kleiner Stempel sein. Nur so ein sehr schmaler, aber ich sag mal, so diese Breite hier, da sind ja schon viele Stempel, die in der Breite sind. Und da kann man wirklich ganz coole Sachen mitmachen, denke ich doch. So, ich schaue mal, wie rum es am besten geht. Ich glaube, das ist egal, das wird sich mit der Zeit ein bisschen legen. Meine Magnete packe ich mir hier wieder rein, nicht, dass die abhanden kommen. Ja, wie gesagt, auf den habe ich mich am allermeisten gefreut. Und ja, den muss ich natürlich dringend ausprobieren. Und ja, ihr Lieben, das war es schon mit meiner Bestellung. Mehr ist diesmal noch gar nicht dabei, aber es war auch wirklich genug, was ich da bestellt habe. Einfach weil, ja, die neuen Sachen natürlich, man guckt dann, welche Favoriten hat man und gibt dann eben bei seiner ersten Bestellung wirklich die Sachen, besorgt man sich wirklich die Sachen, wo man sagt, das ist ein absolutes Muss, das muss ich unbedingt haben. Und bei allen anderen Sachen sagt man sich, ja, kann noch warten. Ja, ihr Lieben, das war schon meine Bestellung aus dem neuen Katalog. Für euch, wenn ihr noch keinen Katalog habt, ihr dürft mich gerne anschreiben. Wie immer findet ihr unten in der Infobox die E-Mail-Adresse.
Da dürft ihr mir gerne schreiben und dann werde ich euch kostenlos einen Katalog zuschicken. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass euch die Sachen auch ein bisschen Freude gemacht haben und sagt bis bald. Tschüss!